Hallo, heute möchte ich euch eine spannende neue Funktionalität im Songstacy Editor vorstellen, mithilfe derer man aus beliebigen Songs eine A Cappella und eine Instrumentalversion machen kann. Wir schauen uns zuerst mal an einem Beispiel an, was das bedeutet, und danach zeige ich euch, wie einfach sich das im Songstacy Editor bewerkstelligen lässt. Hier habe ich mal ein Beispiellied von Piers Murphy, Chanya. Wir haben auch in der Beschreibung unter unserem Video einen Link zu diesem Song eingefügt. Und der Ausschnitt, den wir uns hier anhören wollen, der klingt so. I like black and white, but you got separate on down in the electric light. And we roll down the harbor, making every. Nun wäre es doch toll, wenn man aus dieser Originalaufnahme ganz einfach das Instrumentalstück, also alles ohne den Gesang, herausziehen könnte. Und das ist jetzt mit Songstacy möglich und bringt folgendes Ergebnis. Und das Tolle ist, dass eben auch das Gegenteil möglich ist. Man kann auch alle anderen Instrumente löschen und nur den Gesang beibehalten. I like black and white, but you got separate on the. Und nun, wie lässt sich das im Songstacy Editor anstellen? Es ist wirklich sehr einfach. Wir brauchen nur den Audio-Import-Assistenten zu starten, laden den Originalsong rein. Und die Besonderheit ist nun, dass wir keine der Notenerkennungen durchführen müssen. Das heißt, wir können alle Notenerkennungen hier ausschalten und brauchen als einzige Funktionalität das neue Exportmenü. Und gleich hier seht ihr, dass wir die A Cappella-Version erstellen können, indem wir nur den Gesang exportieren, oder umgekehrt die Instrumentalversion, indem wir nur den Gesang entfernen. Wie ihr weiter unten seht, geht das Ganze auch für Schlagzeug und für Bass, aber auf diese Funktion gehen wir nochmal in einem gesonderten Video ein, welches ihr auch in der Beschreibung hier unten verlinkt seht. Also, Instrumentalversion, geht super einfach, hier draufklicken, Dateinamen angeben und dann startet ein Algorithmus mit künstlicher Intelligenz, der eben identifiziert, welche Klanganteile zur Stimme gehören und diese rauslöscht aus dem Song. Und alles, was dann noch übrig bleibt, ist das Instrumental, wie wir es vorhin schon mal gehört haben. Ich hoffe, diese neue Funktionalität ist sehr nützlich für euch. Und falls es irgendwelche Fragen dazu gibt, dann schreibt sie uns doch einfach in die Kommentare unter diesem Video. Bis zum nächsten Mal.